Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und natürlich auf der Zuschauertribüne sowie im Stream. Wir reden über ein Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Hört sich erstmal sehr verwaltungstechnisch und trocken an. Dahinter steht eine Änderung, die es kommunalen Unternehmen und den Kommunen, die dahinter stehen, gestatten soll, in Aufsichtsräten von einer Drittelparität auf eine Vollparität zu wechseln in der Besetzung der Aufsichtsratsmandate. Das finde ich soweit erstmal gar nicht schlecht. Ich glaube auch, dass es ein Gewinn sein kann, wenn man mehr Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten hat. Es tut mir leid, das bringe ich manchmal mit ein. Ich bemühe mich auch, das zu lassen. Nein, ich weiß das. Danke, Herr Minister. Alles gut. Aber bis dahin haben wir auch wirklich gar keinen Dissens. Was mich wirklich stört an dem Gesetzentwurf, ist die Möglichkeit, hier Externe in die Aufsichtsräte zu bringen. Ja, ab 3 Mitglieder, aber wir bringen da Externe rein. Und an der Stelle geht es eben nicht mehr um Mitbestimmung von Arbeitnehmern des Unternehmens. An der Stelle geht es darum, Externe in Aufsichtsräte kommunal beherrschter Unternehmen zu bringen. Das hat mit Arbeitnehmermitbestimmung erstmal nicht so viel zu tun. Arbeitnehmer dürfen dann wählen oder auch nicht, wer da vorgeschlagen worden ist. Es sind aber nicht mehr originäre Vertreter aus dem Unternehmen. Und da geht dieser Gesetzentwurf völlig fehl. Wir haben diese Gesetze zur Mitbestimmung in den kommunalen Unternehmen deshalb, damit kommunale Unternehmer oder in kommunalen Unternehmen die Mitarbeiter ihre eigenen Kollegen in Aufsichtsräte wählen können. Nicht um Externe da reinzuwählen. Das ist nicht richtig. Und das lehnen wir auch komplett ab. Dementsprechend kann ich meiner Fraktion auch nur empfehlen, den Gesetzentwurf abzulehnen. Und Herr Abgeordneter, wären Sie bereit, eine Zwischenfrage zuzulassen? Selbstverständlich. Von Herrn Kollegen Krüger, bitte. Ja, gerne, dass ich die Möglichkeit habe, eine Zwischenfrage zu stellen. Herr Sommer, Sie hatten gerade darauf abgehoben, dass Sie sagen, wir sind deshalb nicht mit einverstanden, weil in diesem Zusammenhang Externe eingebunden werden können bzw. von den Arbeitnehmern vorgeschlagen werden. Ist Ihnen bekannt, dass die sogenannten Arbeitgebervertreter, sprich die aus dem Rat entsandten Mitglieder, dass es auch im Einzelfall Externe sein können? Das ist mir durchaus bekannt. Und die Sache ist eben, da wird durch den Rat, durch die politische Vertretung jemand Externes entsandt. Kein Problem. Aber hier in dem Gesetzentwurf, in der Änderung, wird vorgespiegelt, dass es die Mitarbeiter hier stärken würde und die Mitarbeitervertretung. Und das tut es eben nicht, weil es eben kein Mitarbeiter dieses kommunalen Unternehmens schaffen wird, in diesen Aufsichtsrat add-on oder on top zu kommen. Und genau deshalb lehnen wir es ab. Das ist genau der Unterschied. Kollege Abrutschat hat viele Kritikpunkte, die wir auch teilen, eben schon genannt. Es ist nicht aus der kommunalen Familie entstanden, dieser Gesetzentwurf. Er ist auch nicht angeregt worden. Das jetzt in der Begründung oder im Text hier des Gesetzentwurfs zu nennen, ist schon nicht richtig, sagen wir es mal vorsichtig. Von daher finde ich das auch falsch. Ich finde das auch falsch, dass das da weiterhin drinsteht, obwohl die Anhörung ganz klar ergeben hat, dass es eben nicht aus der kommunalen Mitte kommt. Das ist nicht richtig und das darf man dann auch so sagen. So, und ich möchte dem Kollegen Abrutschat an der Stelle auch beipflichten, wem nützt also diese Regelung, Externe dazu zu ziehen? Genau, denjenigen, von denen es ursprünglich kommt, von den Gewerkschaften. Hier werden externe Gewerkschaftsvertreter in Unternehmen installiert, die im Unternehmen anscheinend in der Mitarbeiterschaft nicht den Rückhalt haben. Und das ist falsch. Das ist einfach faktisch nicht richtig. Das darf so nicht sein, das soll so nicht sein. Und dementsprechend werde ich meiner Fraktion dringend empfehlen, diesen Gesetzentwurf abzulehnen. Vielen Dank.